Fast kein anderer Bereich ist so schnelllebig wie die modernen Medien. Nicht nur auf YouTube und Instagram, sondern vor allem im Fernsehen kann Erfolg sehr schnell kommen und auch wieder rasant verschwinden. Manche TV-Stars schafften es sogar, sich mit nur einem Auftritt oder mit einer einzigen Aussage so unbeliebt zu machen, dass sie im Fernsehen keiner mehr sehen will. Willkommen bei Wissenswert. Wir präsentieren euch heute einige Stars, denen genau das passiert ist. Und zwar vor laufender Kamera. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir mit einem TV-Auftritt, der viele Zuschauer regelrecht schockierte. Dieser ereignete sich 2012 in einer Ausgabe der NDR-Vorabend-Talkshow Das, als die Moderatorin und Schauspielerin Jenny Elvers in der Sendung zu Gast war. Schon zu Beginn des Gesprächs wirkte die sonst so souveräne Elvers sehr überdreht und unkonzentriert. Ich bin so schön, also ich bin wirklich, das ist so schön hier zu sein. Und du bist richtig übermütig, ne? Hat mich eben hier schon gekitzelt. Ja, ja. Auch im Laufe der Sendung beantwortet Elvers zwar die Fragen der Moderatorin, doch drückt sich dabei oft sehr merkwürdig aus und macht ungewöhnlich lange Sprechpausen. Es wurde immer auffälliger, dass Elvers nicht ganz nüchtern ist und sich deshalb auch sehr schwer damit tut, das Gespräch aufrecht zu erhalten. Musst du dir diese Rollen, die du gerne spielen möchtest, immer noch erkämpfen oder kommen immer mehr solche Angebote? Also, Also, da muss ich wirklich nachdenken, weil, ich denke wirklich, dass da einfach etwas sehr viel passiert. Obwohl es irgendwann offensichtlich war, dass Elvers getrunken hatte, zog der Sender das Interview bis zum Ende durch. Nach der Ausstrahlung berichteten dann viele große Medien über den Auftritt des TV-Stars. Einige Zeitungen kritisierten vor allem den NDR dafür, die Sendung nicht früher beendet zu haben. Und Jenny Elvers erkannte, dass sie selber ein ernstes Problem hatte. Sie begab sich wenig später in Therapie und hatte Erfolg. Schon seit langem ist sie nun wieder trocken. Und schämt sich heutzutage nach eigener Aussage sehr für ihr damaliges Verhalten. Auch wenn die klassischen Schauspielauftritte zwar etwas weniger wurden für sie, so war Elvers seit der NDR-Sendung vor allem im Reality-TV erfolgreich und gewann unter anderem fast die Krone im Dschungelcamp. Weiter geht's mit zwei TV-Stars, die sich ihre Karriere vor laufender Kamera mit nur wenigen Sätzen für immer zerstörten. Die Rede ist von der britischen Sängerin Natalia Kills und ihrem Mann Willie Moon. Eigentlich waren die beiden Musiker gerade dabei, eine sehr erfolgreiche Karriere zu starten. Und Natalia erreichte mit ihren Songs sogar mehrfach die Top 10 der Charts. Gerade als für das Paar alles perfekt lief, bekamen die beiden sogar eine Jurorenrolle in der neuseeländischen Version der Castingshow X-Factor. Auch wenn es nicht unüblich ist, dass Juroren in Castingshows gerne mal fiese Kommentare zu peinlichen Auftritten von Kandidaten machen, so schossen Natalia Kills und ihr Mann dabei allerdings völlig über das Ziel hinaus. Die Sängerin störte sich sehr an der eigentlich harmlosen Performance des Kandidaten Joe Irvine, da dieser angeblich den Stil ihres Ehemanns kopiert hat. So erklärt sie ihm direkt nach dem Auftritt, dass er ein Doppelgänger ist und sie angewidert davon sei, wie sehr Irvine ihren Mann Willie Moon kopiert hat. Danach wurde sie sogar richtig ausfällig und sagte dem verunsicherten Sänger in gehässigem Ton, dass er nur eine Lachnummer wäre und absolut alles an ihm scheußlich sei. Das Publikum begann plötzlich sogar damit, Natalia Kills während ihrer Hassrede auszubuhen. Doch statt dass ihr Mann sie ebenfalls zurückhält, legt dieser noch mit einem unglaublich bizarren Kommentar nach. Er sagt zu Irvine, dass man bei ihm das Gefühl hat, dass er gleich eine Maske über den Kopf ziehen und mit einem Messer auf das Publikum losgehen wird. Während die Zuschauer das Jurypaar immer heftiger ausbuhen, erklärte Kills dem Kandidaten dann noch ein letztes Mal, wie sehr sie ihn hasst. Nicht nur für das Publikum, sondern auch für den Sender gingen die Aussagen des Musikerpaares viel zu weit. Innerhalb weniger Stunden nach der Sendung wurde ihnen fristlos gekündigt. Und auch ihr Musiklabel legte die Zusammenarbeit wegen schlechter PR auf Eis. Natalia Kills musste sogar ihren Künstlernamen ändern, um überhaupt wieder professionell Musik machen zu können und ist inzwischen als Cruel Youth nicht mal mehr in den hintersten Plätzen der Charts vertreten. Machen wir weiter mit einem TV-Moment, der
der eine Karriere wortwörtlich in Sekunden ruinierte. Dieser ereignete sich in der ProSieben-Call-In-Show Nightloft, die von TV-Reporterin Juliane Ziegler und einer Kollegin moderiert wurde. Ziegler, die durch ihre Teilnahme bei der ersten deutschen Staffel des Bachelors bekannt wurde und im Fernsehen daraufhin immer gefragter war, spricht in der Sendung mit einem Anrufer. Dieser scheint noch recht müde zu sein, was Ziegler und ihre Co-Moderatorin dazu bewegt, den Anrufer mit lockeren Sprüchen etwas wachzurütteln. Doch dabei kommt es zu einem Eklat, denn der Moderatorin rutscht eine Äußerung heraus, die alles andere als komisch ist. Tobi, was ist los mit dir? Ah, ich muss gleich arbeiten, ein bisschen müde. Ja, aber komm, da bist du ein bisschen enthusiastisch und ja, Arbeit, Geld. Arbeit macht frei. Der Spruch, der im Dritten Reich geprägt wurde und bis heute an eins der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte erinnert, führte in der Live-Sendung sofort zu einigen Änderungen. Juliane Ziegler wurde nämlich wenige Sekunden später von der Regie rausgebeten und nach einem viertelstündigen Gespräch durfte sie die Bühne wieder betreten. Umgehend folgte dann eine Entschuldigung von der 26-Jährigen. Liebe Zuschauer, ich möchte die Zeit jetzt mal nutzen, um etwas loszuwerden. Ich habe vorhin etwas fallen lassen, was so überhaupt nicht gedacht war. Ich möchte mich ausdrücklich dafür entschuldigen. Das ist eine Live-Moderation, das hat sich wirklich blöderweise da eingeschlichen. Ich möchte davon Abstand nehmen. Ihre Karriere nahm anschließend eine Wendung, denn ProSieben hat sie direkt nach ihrem Auftritt entlassen. Für Ziegler ging es dann einige Zeit bei einem Regionalsender weiter und ein paar Jahre später schaffte es sie sogar wieder ins Hauptfernsehen. Allerdings nicht mehr als Moderatorin, sondern als Reporterin bei Wissensmagazin. Kommen wir nun zu einem anderen deutschen TV-Star, der seine Karriere vor laufender Kamera zerstört hat. Die Rede ist von Zlatko Trypkowski. Auch wenn euch der Name wahrscheinlich nicht viel sagen wird, so war der Sänger tatsächlich mal ein sehr bekannter Promi in Deutschland. Und zwar vor allem im Jahr 2001, wo sogar 75% der Deutschen angaben, ihn zu kennen. In dem Jahr war er nämlich Kandidat bei der damals angesagten Sendung Big Brother. Und da Trypkowski auch sehr von seinen Gesangskünsten überzeugt war, nahm er im selben Jahr sogar beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil. Er schaffte es so weit zu kommen, dass er vor einem riesigen Studiopublikum und ganzen 10 Millionen TV-Zuschauern um die Finalplätze antreten durfte. Das war allerdings keine gute Idee, denn der Big Brother Star konnte eigentlich gar nicht singen. Das Publikum fand gar keinen Gefallen an seinem Gesang. Doch der Sänger selbst bekam das überhaupt nicht mit. Ganz im Gegenteil, gerade als er das Lied beendete, hebt er die Arme in die Luft, als erwartete der Sänger einen riesigen Jubel. Zu hören bekam er jedoch etwas anderes. Nach dem Auftritt endete die TV-Karriere für Zlatko Trypkowski auch wieder so schnell, wie sie entstand. Allerdings nicht nur wegen seinem schlechten Gesang, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie er zum Schluss seines Auftritts mit dem Jubel umging. Aber seht selbst. Nach dieser Aussage endete seine bis dahin sehr erfolgreiche TV-Karriere schlagartig. Er wurde in keine Sendung mehr eingeladen und arbeitet seitdem als Kfz-Mechaniker. Kommen wir als nächstes zu einem TV-Moderator, der die wohl beliebteste deutsche TV-Sendung aller Zeiten zu ihrem endgültigen Ende brachte. Die Rede ist von Markus Lanz und seiner Rolle als Moderator von Wetten, dass. Jahrzehntelang holte die Samstagabendshow teilweise über 10 Millionen Menschen gleichzeitig vor den Fernseher, was sie zu einem wichtigen Bestandteil der deutschen TV-Landschaft machte. Der Unfall von Wettkandidat Samuel Koch im Jahr 2010 führte dazu, dass Thomas Gottschalk die Sendung nicht mehr weiterführen wollte. Und so wurde ein Jahr später Talkshow-Host Markus Lanz mit der Moderation von Wetten, dass beauftragt. Doch die gewaltige Aufgabe, die mehrere stundenlange Live-Show souverän und unterhaltsam zu führen, gelang Lanz nach Meinung vieler Medien und Zuschauer allerdings gar nicht. Nicht.
Nach jeder einzelnen Sendung hagelte es massiv Kritik für den Moderator. So wurden ganze Artikel darüber geschrieben, wie schlecht seine Sprüche waren und wie langweilig er die Show machen würde. Das fanden auch die Zuschauer. Und so sank die Einschaltquote immer weiter, bis Wetten, dass 2014 schließlich ganz eingestellt wurde. Lanz und das ZDF haben die beliebte Samstagabendshow laut Kritikern völlig ruiniert. Seitdem war Markus Lanz übrigens nie mehr als großer Showmaster zu sehen. Lediglich in seiner nach ihm benannten Abendtalkshow tritt er noch als Moderator auf. Kommen wir als letztes noch zu einer Nachrichtensprecherin, die ihre TV-Karriere mit nur einem Satz beendete. Allerdings geschah das nicht gegen ihren Willen. Die Rede ist von Carlo Green. Die Amerikanerin arbeitete bei einem Nachrichtensender aus Alaska und berichtete 2014 von dem Versuch der Cannabis-Legalisierung in dem Bundesstaat. Nachdem ein Einspieler zu dem Gesetzesvorschlag kam, in dem sich der Alaska Cannabis Club äußerte, erklärte Green, dass sie die Leiterin des besagten Cannabis-Vereins ist und daher all ihre Energie für die Legalisierung der Substanz einsetzen will. Was ihre persönliche Zukunft bei dem Nachrichtensender angeht, stellt Green sofort danach deutlich klar. And as for this job, well, not that I have a choice, but fuck it, I quit. Tatsächlich führte sie lange die Kampagne an, doch durch eine Klage musste sie inzwischen auch ihre neue Arbeit wieder einstellen und ist zurzeit arbeitslos. Das war's auch schon mit diesem Video. An welchen dieser TV-Stars könnt ihr euch denn noch gut erinnern? Schreibt uns mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!